Herzlich willkommen bei Snackschmecker. Euren Lieblingssnacktestern. Wir haben eine Currywurst am Start. Ein Currywurst-Snack, um genau zu sein. Currywurst-Snack to go von der Firma Wolf, gekauft im Netto für 99 Cent und damit so in der Preisklasse einer Beefy, aber deutlich breiter verglichen, ne? Ja, und Wir länger, ne? hatten ja vor kurzem die Beefy-Currywurst Ja. im Test, könnt ihr mal schauen in Die unserer war. Playlist. Und die ist hier deutlich breiter. Die hat so Ja, Frühlingsrollenbreite, genau. würde ich Die sieht aus sagen. wie, ja, oder sieht aus wie so ein, sag schnell, Don't so ein call it Fisch, Frühlingsrolle. Backfisch oder so. Backfisch, Frühlingsrolle. Backfischformat. Wie der aufmerksame Zuschauer vielleicht erkennen kann, hier, das ist schon beschlagen. Und das liegt daran, wir haben die ganzen Teile hier erhitzt. Die können aber auch ready to go einfach kalt gegessen werden. Und wir mögen es meistens grundsätzlich warm lieber. Ja. Deswegen haben wir die in die Mikrowelle getan. Übrigens ohne die Verpackung. Wir haben die dann nachher wieder hier reingefriemelt, Genau, die kann man damit auch ihr im euch das. Backofen warm machen. Wir haben sie in die Mikrowelle 30 gesteckt. Sekunden Mikrowelle. Wir haben eine Minute rausgemacht, bis wir hier mit dem Aufbau fertig waren. Die ist sowieso wieder kalt. Genau. Okay, lasst uns noch mal hier einen Blick drauf werfen. Was haben wir denn hier durchgeschnitten? Bockwurst. Gewürfelt Gewürfelt mit Currysoße im Hefe, Hefe. ja. Feingepäck. Ja, gewürfelt hätte ich jetzt gar nicht Nee, erwartet. ich Lass dachte uns auch, das mal das wäre, wenn es schon so angucken. groß ist, als Ganzes, ne? Da habe ich jetzt eine richtige Currywurst drin erwartet. Aber andererseits, die Currywurst, die wäre ja hier ziemlich verloren gegangen. Die wäre dann hier so rumgeeiert. In Naja. dem Falle, ja, das ist jetzt so ein bisschen labberig. Das mag jetzt auch vom Ist ja Erhitzen so noch zusätzlich. Currypulver Da drauf, ist so oder? lecker. Ja, oder das ist vom Brot. Ja. Manchmal hat ja Brot auch so Krümel. Soll ich jetzt mal Lecktest machen? Eindeutig Brotkrümel. Ja? Ja, würde sagen, obwohl sie gelb sind. Schmeckt nach Brot. Ich beiß mal rein. Schön Leicht herzhaft schnell. bröckelig hier. Ja. Bröckelbusiness. Yum, yum, yum. Lass mich zeigen, was ich hier gemacht habe. Hier ist ein Tunnel. So, der erste Eindruck. Ja, man sieht die Seht ihr die Brocken. Brocken? Ich werde hier noch mal ein bisschen Licht in die Sache bringen. Ja, so. Schaut mal, wie toll ich das aufgebissen habe. Extra für euch. Dann seht ihr hier schön Ja. die Currywurst. Aber ist auch viel Luft drin. Ja, Man ne? hält so eine labberige Hülle Ja. in der Hand. Also verglichen jetzt mit einer Frühlingsrolle, der Vergleich bietet sich einfach an, weil das genau die gleiche Formfaktor hat. Genau. Ist hier deutlich weniger drin als in diesen typischen Frühlingsrollen, die man auch für den gleichen Preis Ja, bekommt. Die diese kosten auch Tiefkühl 99, ne? Frühlingsrollen, die haben ja auch eine ähnliche Konsistenz, ne? Die sind ja auch eher so teigig statt Ja, blätterteigig. also mein Ersteindruck ist sehr teiglastig. Die Füllung gerät im Hintergrund. Also hier Und schmecke der ich. Currygeschmack ist auch nicht so Nee. intensiv, ne? Da suche ich förmlich nach, während ich das Ziemlich kaue. schlaff. Könnte noch viel. Das liegt. Nee. Ich glaube, wenn man das alleine isst, die Füllung, dann ist das nicht schlaff. Ja. Aber dadurch, dass da so viel laffer Teig drum ist, nimmt das den Geschmack Ja, das raus. stimmt. Komisch. Aber nichtsdestotrotz kann man sagen, man kann das essen für 99 Cent. Ob Ja. ich mir jetzt ein Käsebrötchen kaufe oder sowas hier mit ein bisschen Geschmack, wenn man nicht nur so Brötchen essen möchte. Ja, erfüllt seinen Zweck, ne? Erfüllt seinen Zweck. Macht Haut bestimmt mich auch aber nicht vom Hocker. einigermaßen satt. Von der Portion ist ja schon 90 Gramm, ist Ja, nicht gerade 90. wenig, ne? Ja, muss ich sagen. Muss ich sagen, macht bestimmt. Ist aber auch nicht groß scharf oder so, also Kinder können es auch essen. Und das sehen wir gerade. In der Küche sitzt unsere Tochter, 9 Jahre, und isst das auch. Mal gucken, was sie gleich sagt. Naja, Ja. ist. Gut, also wie gesagt, 99 Cent, 90 Gramm, Mit Currywurst Wurst. Snack to go. Jetzt müssten wir das Ganze nochmal kalt schmecken, aber ehrlich gesagt, nee, dann würde die Bewertung eher fallen Ja, als dann ist dann steigen. noch weniger Geschmack dran, ne, glaube ich. Ja, genau. Ich glaube, die Wärme, Das die. wird ja, das ist aus dem Kühlregal, ne? Das müsst ihr dann im Genau. Kühlregal suchen. Kommen wir damit zur Bewertung. Wir haben sie im Endeffekt schon vorweggenommen, ein bisschen. Ja, das Wir dürfen stimmt. jeder bis zu 3 Sterne vergeben. Und ich mache es kurz und schmerzlos. Das Produkt kriegt von mir 2 Sterne. Von mir Zwar, kriegst du ein. ja, dabei 3 Sterne. 3 von 6 ist gar nicht so Ist auch schlecht. nicht Ist im schlecht, ne? Mittelfeld. Ich gebe doch noch 2 Sterne, weil der Preis in Ordnung ist. 99 Cent. Wie gesagt, beim Bäcker kaufe ich mir ein Käsebrötchen, kostet es auch 99 Cent. Liegt auch nur eine Scheibe Käse drauf. Ja, das stimmt. Und hier habe ich ein bisschen was anderes an Geschmack.
Bisschen Würstchen. Aber nichtsdestotrotz, das zeigt auch die Sternenbewertung schön deutlich, ist auf jeden Fall Luft nach oben, um das Produkt nochmal zu überarbeiten. Hier muss entweder mehr Füllung rein oder es einfach kleiner Ja, der machen. Geschmack muss Wenn ich auch mal einen intensiviert Vorschlag machen werden. darf, liebe Firma Wolf, macht doch so ein bisschen weniger und tut mal echt eine Wurst rein. Oder ist das dann zu Beefy-like? Aber Beefy hat auch keine Wurst drin, also könnt ihr es doch sein, die die Wurst da reinbringen. Bringt die Wurst hier rein, wir wollen hier eine richtige Wurst haben. Ja, So muss das und mehr aussehen. Currygeschmack, wenn schon Also, Currywurst draufsteht. ja, Noch ein könnte noch ein bisschen bisschen stärker mehr sein. so. Das liegt an dem vielen Teig. Da muss ein Ja. bisschen mehr Füllung. Machen wir noch 30 Cent drauf und sind wir uns einig. Ja, also ein Applaus kriegt es auch noch. Also kleiner Applaus dafür. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns einen kleinen Daumen hoch Genau. spendiert. Das motiviert uns unheimlich. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Wir essen das jetzt in Ruhe hier auf. So viel Zeit muss sein. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dann Tschüss. tschüss. Lalalala.